Unsere Bauernhecke gibt es jetzt seit 22 Jahren. Wir werden von unseren Kunden beliefert. Und der Gedanke war auch dieser bei der Lagerhausbauernhecke von unseren Kunden, die bei uns tagtäglich einkaufen, dass wir da was zurückgeben können. Wir haben mit 15 Lieferanten angefangen, die bäuerliche Produkte erzeugen. Mittlerweile sind es 52 Lieferanten, die bäuerliche Produkte erzeugen und uns beliefern. Wir haben einmal den Durchschnittskilometer ausgerechnet, wie weit die Ware zu uns her hat. Da sind wir auf 7,2 Kilometer gekommen. Darauf sind wir sehr stolz, denn das ist wirklich nachhaltig. Indem meine Kunden bei uns einkaufen, tragen sie schon zum Klimaschutz bei. Sie kaufen bei uns das Brot unverpackt, es kommt ofenfrisch, es wird in Papier verpackt. Gärmehlspeisen kommen ofenfrisch, werden in Papiersackerln verpackt. Milch, Joghurt gibt es in Pfandflaschen sowie Säfte, Most und Wein. Wir bieten auch Eier an, aus der Freilandhaltung, die offen verkauft werden. Der Kunde bringt seine Eier, dass sie mit oder bekommt von uns eine und die wird wieder verwertet. Und ich glaube, indem, dass die Kunden bei uns die heimischen Produkte kaufen, tragen sie schon zum Klimaschutz bei. Ja, es passt für mich. Wenn die Kunden darauf achten, dass sie regional einkaufen, dass kurze Transportwege beachtet werden, aus biologischem Anbau. Und bei uns ist es so, dass der Kunde auch weiß, wo sein Essen herkommt. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, passt der Konsum und Klimaschutz zusammen.